Einen schönen guten Morgen nochmal, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV mit der Beschau des deutschen Leitindex. Wir wollen den DAX näher betrachten und dieser hält sich bislang ein Stück weit zurück. So richtig Volatilität haben wir bislang noch nicht gesehen, aber wir können hier eine sehr, sehr interessante Situation im Stundenchart feststellen. Zum einen das gestern schon benannte, jetzt als Widerstandslevel aktive Niveau von 10.940 Punkten roundabout konnte hier kurz überschritten werden im Vormittagshandel, aber dann zur Mittagszeit treten die Notierungen wieder drunter ab und insofern wurde das Level sogar gestern zweimal bestätigt. Und wenn wir heute auf dieses Niveau schauen, dann fällt auf, Moment, dann fällt auf, dass wir hier natürlich wieder eine Bestätigung gefunden haben. Jetzt habe ich den Fall richtig. Und das unterstreicht die Relevanz dieses Levels. Liebe Zuschauer, hier Obacht geben, das Niveau von 10.940 Punkten ist eine Triggermarke. Solange der Index unterhalb dieses Level bleibt, sind hier weitere Shorts, weiter fallende Preise ganz klar zu präferieren. Hingegen natürlich ein Ausbruch dann entsprechend kontraproduktiv zu sehen wäre für alle Bären, dann müsste es, sollte es natürlich weiter nach oben gehen. Doch schauen wir auf die Wochentagsstatistik. Ganz interessant. Neben dem Freitag ist der Dienstag einer der schwächsten Handelstage während der letzten 52 Handelswoche. Wir haben hier nur 42% positive Schlusspreise. Das ist ganz interessant. Die heute Morgen vorgestellte FTSE-Vektor-Logik auf Intraday-Basis sah hier zwar einen Aufwärtsimpuls vor, aber dort beschrieb ich ja auch schon in der Einschätzung, dass ich hier technisch bedingt eher weiter fallende Preise erwarte. Und genau dies deutet sich auch hier an, denn wir haben, wie gesagt, heute einen schwachen Handelstag. Das ist schon mal statistisch ein kleiner Vorteil auf Seiten der Bären. Und wir haben hier im Stundenchartintervall die technische Situation, dass der Widerstand von 10.940 Punkten just heute Morgen wieder bestätigt wurde. Unterhalb dessen also weiterhin die Bären im Vorteil. Es kann ja natürlich hier ein kleiner Spike nach oben noch kommen, muss aber nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Index nach einem 10-Seitwärtslauf unter Umständen auch gestützt durch die Amerikaner hier dann in Richtung der jungen Wochentiefs vorrückt. Das hier, wie gesagt, die Einschätzung. Vielleicht testen wir auch nochmal hier 10.940, vielleicht sogar diese Abwärtstrendlinie. Schauen Sie sich dieses Niveau hier an. Hervorragend. Jetzt die Linie hervorgehoben. Hier haben wir es definitiv mit dem Widerstandscluster zu tun. Und unterhalb dessen bleiben die Bären eben im Vorteil. Und das dürfte eben auch so bleiben. Ganz anders, und das muss man natürlich als Plan B im Petto haben, wenn der Index hier per Stundenschluss rauszieht, und hier kann man direkt das Hoch vom Vortag nehmen, das war im Prinzip hier die 11-Uhr-Kerze, 10.994, machen wir die Geschichte rund. Wenn es über 11.000 Punkte rausgeht, dann hat der Index sicherlich Aufwärtspotenzial, kurzfristiger Natur generiert. Nehmen wir direkt hier diese Fahrt von gestern. Allerdings dies Plan B. Also definitiv nicht das favorisierte Szenario, aber es könnte, wenn die Bullen hier plötzlich nochmal sozusagen einen Rappel bekommen, nochmal aufdrehen wollten, dann wäre hier oberhalb von 11.000 Punkten sicherlich recht schnell 11.100 Schrägstrich dann 11.230 Punkten auch erreichbar. Aber Sie sehen, wir haben hier auf der Oberseite einige Widerstandscluster, die dann natürlich den Weg nach oben erschweren dürften. Insofern hier die Präferenz weiter fallender Kurse in Richtung neuer Tiefs und das sieht mal ganz interessant aus. Also gegebenenfalls gibt es hier einen kleinen Pullback noch, der dann hier zu Short-Engagements kurzfristiger Natur auf günstigerem Niveau einlädt oder aber natürlich direkter Abrausch. Wie gesagt, hier die Präferenz ganz klar auf fallende Preise gerichtet. Nach aktueller Einschätzung. Wir müssen uns natürlich hier immer konditionell den Gegebenheiten anpassen. Und jetzt schauen wir uns das nämlich auch mal hier im Tagesschart an. Die Pfeile von gestern lasse ich einfach mal unberührt, denn diese besitzen unveränderte Relevanz. Wir bleiben unterhalb von 10.940 im Short-Modus. Das signalisiert dieser blaue Pfeil hier hervorragend. Wenn es höhere Spikes gibt, jetzt aktuell über 11.000, muss man natürlich sehen, okay, dann ist die 11.100 auch relativ schnell drin. Das wäre auf Stundenbasis relativ dynamisch, aber selbst auf Tagesbasis haben wir hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend und ob es da per Daily Close rausgeht, das wage ich zu bezweifeln. Insofern hier die Alternative eines höheren Rücklaufs bleibt mal im Chart, aber ist nicht zu favorisieren. Vielmehr eben neue Wochentiefs, Schrägstrich, wie wir eben auch hier sehen, neue Mehrmonatstiefs. Und was dann im Bereich 10.700, 10.600 passiert, gilt es abzuwarten, aber in jedem Falle scheint der DAX hier Luft gen Süden zu haben und insofern sicherlich nicht verkehrt, sich da mal auf oder besser gesagt, sich darauf auszurichten. Ja, im Sinne
von möglichen Short-Engagements sollte man aber spätestens oberhalb von 10.970 eben 11.000 die Reißleine ziehen, weil es dann eben eher so aussieht, als würde der Markt ja nach oben ausbrechen. Man muss hier immer beide Optionen ins Kalkül ziehen. Aber das mal hier zum DAX-Plan, zum DAX-Fahrplan. Wollen noch mal sehen, ob der DAX sich daran hält. Wenn nicht, werden wir natürlich uns hier anpassen müssen. Ansonsten vergessen Sie nie, der Stop-Loss schützt vor Fehlentscheidungen. Und insofern wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen. Viel Spaß beim weiteren Analysieren. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Nachmittag wieder. Dann schauen wir auf die US-Märkte, gegebenenfalls nochmal auf den DAX. Lassen wir uns mal überraschen. Bleiben Sie informiert im Stream. Sie können auch hier gern die Follower-Option nutzen, im Sinne dessen, dass Sie auch per E-Mail automatisiert bei neuen Stream-Beiträgen informiert werden. So dann, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Wenn Sie mögen, bis später. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.